und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Jetzt geht es weiter im Garten, denn Endspurt, Leute. Ich glaube, es wird wirklich jetzt nicht mehr lange dauern. Das sage ich jetzt schon seit ein paar Tagen. Aber wir haben jetzt die Samen gepflanzt, also kann es nicht mehr lange dauern. Ja. Hey Lia, während wir auf die Rosen warten, kannst du mir bei einer anderen Sache helfen? Ja, ich weiß, dass sich alles andere völlig unwichtig dagegen anfühlt. Aber diese kleinen zusätzlichen Projekte müssen auch erledigt werden. Wir haben die Schönheit des Weingartens vom Niveau eines alten Schuppen so stark verbessert, dass er fast mit unserem Garten konkurrieren kann. Aber das Anwesen braucht weitere Hilfe, damit es nicht vollständig in unserem Glanz erblasst. Nimm diese Büsche und pflanze sie auf dem Anwesen an, Lia, damit die Arbeit dort nicht anfangen zu... Damit die Arbeiter dort nicht anfangen zu weinen, weil die Welt ist so ungerecht, dass nicht jeder hier bei uns arbeiten kann. Ich würde freiwillig kündigen. Freiwillig. Von mir aus kann ein anderer Arbeiter das übernehmen. Och Leute. Ich sehe schon den Tag, wo es die letzte Aufgabe gibt von dem Garten. Und nie wieder diesen Garten anzurühren, ey. Stop. Wir müssen das wieder so hinpflanzen, dass die Baronin das sieht. Ich muss absteigen wegen... Oh Gott. Buschig. Ich sehe nichts. Da. Frau Baronis, ich habe hier ein paar Büsche. Besser gesagt Bäume. Hier sind Büsche. Besser gesagt Hecken. Wir rennen nochmal so blöd durch. Jupp. Sie guckt ja in die Richtung, also wird die Büsche und Bäume und so alles schon sehen. So, haben wir aufsitzen. Alex, es tut mir so leid. Ich will so gerne ihr helfen bei Lindas Rettung, aber der Garten ruft wieder mal. Ich hoffe so sehr, dass wir bald Linda retten können. Aber ich will den scheiß Garten erstmal fertig kriegen. Der ist mir im Weg. Wir hätten schon längst Linda retten können. Danke, Lia. Jetzt empfinden die Arbeiter auf dem Anwesen zumindest ein klein wenig von dem Glück, das unser Garten über die Welt bringt. Hä? Danke, Lia. Jetzt empfinden die Arbeiter auf dem Anwesen zumindest ein klein wenig von dem Glück, das unser Garten über die Welt bringt. Oh Mann. Ich habe neues Pfandmehl.
Es heißt, es Widerruf-Quest machen. Das blöde Rohr ist kaputt. Nagetiere nerven. Und das ist den Gartenwettbewerb. Machen wir auch mit. So. Ach, scheiße. Ich hab falsch gedrückt. Oh Mann. Das war jetzt peinlich. So, einmal hier lang und einmal hier rüber. Wenigstens mal ein bisschen was Neues. Die Rennstrecke. Und nicht vergessen, um das Rohr herum und über die Holzkisten rüber. Und so bleibt ihr auch nicht hängen. Das muss ich aber 10.000 Mal machen, das Rennen, um das zu kapieren. So. Erfolg freigeschaltet, schwere Medaille. Medaille. Okay. Falsches Buch. Ich glaube, nee. War doch richtiges Buch da? Nein. Ach, ich bin blöd. Schwere Medaille. Erziele medaillenwürdige Zeiten in Wettbewerben. Okay, müssen wir nur noch 20 Mal machen. Ich fange mal dieses blöde Nagetier schon mal ein. So, dann holen wir das eben das Rohr da hinten. Ich bin blöd. Jetzt ist das perfekt. Jetzt ist das perfekt. Und hier nochmal. Perfekt. Und ich glaube, ab morgen können wir Alex helfen, denn ich glaube, dass morgen keine neue Quest davon kommt. Haben wir erledigt. Haben wir erledigt. So. Toll, jetzt habe ich 8 Minuten aufgenommen. Ich glaube, was ist da unten? Das ist da unten am. Ich glaube, das ist nicht. Oh, das ist eine blöde Quest. Die will ich lieber noch nicht machen. Ja. Wo reite ich jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, was soll ich denn jetzt noch groß machen? Ich wollte mit Alex heute nicht mehr anfangen, weil die Quest, glaube ich, jetzt doch ein bisschen länger dauert. Das kriege ich von der Zeitmäßigen nicht mehr mit hin. Toll. Toll, toll, toll. Ja.
Dann beende ich die Folge heute mal. Dann haben wir eben heute eine 10-Minuten-Folge. Dann werde ich einfach die nächste Folge etwas länger machen. Denn dann werden wir mit Alex weitermachen. Ja, meine Lieben, damit verabschiede ich mich jetzt hiermit und dann sehen wir uns morgen wieder und dann helfen mir Alex bei Lindas Rettung. Und dann wird es ein bisschen länger als 15 Minuten dafür morgen. Also, okay, meine Lieben, bis dann. Ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr dolle freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben könntet. Und die Glocke auch zu aktivieren. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, würde ich mich sehr dolle freuen, wenn ihr also ein Abo da lassen könntet, weil ich versuche regelmäßig Videos hochzuladen. Und ich würde mich auch sehr, sehr dolle darauf freuen, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet, weil ich lese sehr, sehr gerne eure Kommentare und so. Ihr könnt mich auch auf Facebook folgen, da heiße ich Lena Zeilenbritschke. Genauso wie auf Instagram heiße ich auch Lena Zeilenbritschke. Da werde ich mal zwischendurch auch mal ein paar was hinposten und so, was ich gerade neu entdeckt habe oder informiere euch drauf, wenn ein neues Video hochgeladen kommt.